Ich darf euch alle ganz herzlich willkommen heißen zum dritten netzpolitischen Abend in Wien. Wieder hier zum dritten Mal im schönen MetaLab. Ich habe heute die Ehre, euch durch den Abend zu führen und das Ganze ein bisschen zu moderieren. Ich bin die Sonja Fischbauer. Ich bin aktiv beim Verein Open Knowledge Österreich, der österreichische Ableger eines internationalen Netzwerks, das sich für eine offene Wissensgesellschaft einsetzt. Und dort bin ich als Community-Koordinatorin zuständig und bin auch immer in diverse Projekte involviert, zum Beispiel Gute Taten für gute Daten oder das Open Data Portal Österreich. Und zusätzlich bin ich selbstständig auch in diesem großen Bereich, der sich digitale Kommunikation nennt, tätig. Und am allerliebsten organisiere ich Hackathons. Noch lieber, wenn sie was mit Open Data zu tun haben. Eine sehr schöne Überleitung hier im MetaLab, finden ja auch öfter Hackathons statt, aber nicht nur. Und ich möchte den Zeitpunkt ganz am Anfang des Abends nutzen, um unseren Gastgebern noch einmal ganz herzlich zu danken, dass sie uns ihre schönen Hallen hier zur Verfügung stellen, wenn wir einmal im Monat hier einfallen zu Dozenten. Vielleicht einen kleinen Applaus dafür. Ja. Herzlichen Dank. Das war gleich ein Test für die Lautstärke hier, denn ich möchte euch das sagen, die schon einmal hier waren beim Netzpolitischen Abend, wissen das schon, es wird alles hier aufgezeichnet, mit einem Audio-Stream live übertragen und auch Video gestreamt, ja, ganz genau. Das heißt, alles, was heute hier gesagt wird, wird aufgezeichnet. Das betrifft einerseits die Vortragenden hier draußen, aber auch die Leute unter euch, die nachher Fragen stellen möchten. Bitte das zu beachten, dass eure Fragen aufgezeichnet und gesendet werden. Wenn irgendjemand etwas sagen möchte, das er oder sie nicht aufgezeichnet haben möchte, dann ist dann in den Pausen absolut dann dafür noch Zeit. Und auf Video aufgenommen wird der Bereich hier vorne und vielleicht ein bisschen was von den ersten Reihen von hinten. Gut, was gibt es noch zu sagen? Hashtag für den heutigen Abend ist wie immer Netzpad. Und wir haben drei Vorträge von insgesamt vier Vortragenden. Den ersten möchte ich gleich einmal ankündigen. Das sind die Silvia Kuba und der Michi Heiling. Ich bitte euch gleich einmal herauszukommen. Ja, ganz sehr gut. Applaus. Ihr beide beschäftigt euch bei der Arbeiterkammer Wien mit dem großen Themenfeld, wie sich die Digitalisierung auf Arbeit und Wirtschaft auswirkt. Und dazu habt ihr uns einen recht spannenden Vortrag mitgebracht, auf den ich mich schon sehr freue. Und zwar, ihr habt es alle schon gesehen, Online-Dienstleistungsplattformen. Und ich übergebe gleich das Mikrofon.